meine Lieben, heute wollte ich euch zeigen, wie man diese Papierblüten macht. Und die gefallen mir gerade so gut. Und ja, ich bin gerade auf einem Papiertrip und ich zeige euch heute, wie man verschiedene Blumen aus Papier macht. Ich würde sagen, ich zeige euch zuallererst, was wir alles brauchen. Ihr braucht, je nachdem, wie viel Blumen ihr machen möchtet, Schnierdraht. Den kriegt ihr günstig bei Amazon. Ich poste euch einen Link in die Infobox. Dann braucht ihr Seitenpapier, den gibt es auch überall im Bastelladen oder halt auch im Internet. Ich habe jetzt hier die Größe A4, aber ihr könnt auch für kleinere Blumen einfach die Hälfte nehmen. Farben könnt ihr natürlich aussuchen, dann braucht ihr Knöpfe. Das braucht ihr aber nur, wenn ihr auch in der Mitte einen Knopf haben wollt, ansonsten könnt ihr euch das sparen und eine Schere. Für diese Variante braucht ihr 8 Seitenpapierblätter, die ihr einfach aufeinander tut. Und dann in einer Fingerkuppenbreite anfangt, eine Mundharmonika zu knicken. Und wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt. So, jetzt faltet ihr das Ganze einfach einmal in der Mitte und zwar genau in der Hälfte, so dass oben die Kanten sozusagen gleich sind. Ihr müsst wirklich darauf achten, dass die gleich sind, weil sonst ist die eine Seite der Blume höher als die andere, wie bei mir gerade im Bild. Ja, toll. Und dann bindet ihr einfach den Draht einmal da drum und dreht es einmal unten fest. So, als nächstes nimmst du dir deine Schere und schneidest sozusagen eine Spitze rein. Einmal auf der Seite und dann einmal auf der anderen Seite. Und dann kannst du das einfach wieder zuklappen und zum Vergleich dann halt die andere Seite auch nochmal. Und wenn du es dann öffnest, dann sollte das ungefähr so aussehen. Jetzt kommt der entscheidende Schritt und zwar schnappst du dir einfach die Seiten, das hat ja 8 Seiten jetzt sozusagen, und krempelst die nach oben bis hin zur Mitte. Dann greifst du dir die zweite Seite und krempelst das in die Mitte. Die dritte, die vierte, die fünfte, die sechste bis zur achten und dann habt ihr schon sozusagen die Hälfte der Blume aufgekrempelt. So, wenn du das geschafft hast, sollte die Blume circa so aussehen und dann kannst du sie einfach nochmal mit den Händen ein bisschen zurechtformen, je nachdem, wie du haben möchtest und das war's. So, der einzige Unterschied zu dieser Blume ist, dass ihr die Kante oben nicht spitz abschneidet, sondern einfach rund und dadurch entsteht dann diese sozusagen Rosenform. Ihr wiederholt dann einfach die Schritte wie bei der ersten Blume und dann solltet ihr dieses Ergebnis auch hinkriegen. So, für diese Variante habe ich einfach 3 Bögen Seidenpapier aufeinander gestapelt und dann fangt ihr nämlich an, es zu knicken. Und ihr könnt die Blüte einfach so groß machen, wie ihr möchtet. Also ich habe mich da jetzt relativ klein gehalten. Ihr knickt und dann müsst ihr darauf achten, dass ihr die geschlossene Seite schneidet und nicht die offene. Das heißt, wir fangen auf der geschlossenen Seite an zu schneiden und dann könnt ihr euch einfach eine Form von einer Blüte aussuchen, die ihr möchtet. Und dann fangt ihr an zu schneiden. Ich habe mich jetzt für eine relativ kleine Blüte entschieden, weil, ja, einfach so. Und dann klappt ihr das Ganze auseinander und ihr müsst in der Mitte einfach nochmal ein Loch schneiden. Also das heißt, die Kante unten habe ich vergessen zu filmen. Dann sucht ihr euch einen Knopf aus und friemelt den Draht einmal oben durch und unten wieder durch. Dann habt ihr sozusagen einen kleinen Widerhaken. Und wenn ihr das gemacht habt, steckt ihr einfach den Draht durch die Mitte durch und habt dann sozusagen, ja, eine Blüte. Ich finde das mit dem Knopf ein bisschen was anderes, sieht halt ganz süß aus. Wenn ihr das befestigt habt, dann friemelt ihr ein bisschen die Blätter auseinander und wer möchte, kann das Ganze noch so ein bisschen mit der Hand formen. Beziehungsweise, wer möchte, kann das Ganze mit einem Tesafilm hinten befestigen, damit es halt nicht mehr so hin und her wackelt. Ja, und dann habt ihr diese Blüte auch schon fertig. So, ich hoffe, dieses kleine Tutorial hat euch Spaß gemacht. Also ich habe euch jetzt gezeigt, wie man diese schönen Papierblumen macht. Also ich finde, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne auch Geschenkidee. Solche Dinge auch zum Beispiel einfach auf ein Geschenk so oben drauf kleben, dann hat man anstatt ein Geschenkband einfach so eine Blume oben drauf.
Ich habe gehört, dass sie einstauben, also man sollte vielleicht ab und an mal, irgendwie keine Ahnung. Ich mache die auf jeden Fall für meine Hochzeitsdekoration, weil der Saal leider die Deko nicht selber macht und wir einfach nicht so ein riesen Budget haben. Und ich habe mir gedacht, ich mache so einfach so ein paar einzelne Blüten und dann stecke ich die in so ein Glas rein und halt, dass wenigstens ein bisschen Deko da ist. Ich finde die auch für zu Hause auf dem Tisch für die Dekoration super geeignet, weil, wenn ihr mal so schaut, die verwelken nicht. Und ich finde, das sieht immer total süß aus. Und wenn ihr zum Beispiel farbige machen wollt, dann nehmt ihr einfach, anstatt jetzt 6 Blätter weiß, nehmt ihr vielleicht das letzte oder vorletzte beiden nochmal lila oder zwischendurch auch mal rosa. Also dort ist einfach keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt das so machen, wie ihr möchtet. Also ich bin richtig angetan. Eine Blume dauert so circa 3 Minuten. Und wenn ihr das jetzt zum Beispiel für Muttertag machen wollt, was ich natürlich eine super Idee finde, seid ihr bestimmt unter 5 Euro dabei. Weil so ein Papier habe ich beim Papierladen gekauft in Deutschland, kostet 1 Euro noch was, 25. Was braucht ihr denn noch? Diese Pfeifendinger, die sind auch nicht wirklich teuer. Und ich denke, für wenig Geld habt ihr doch eine super Geschenkidee auch für eure Mutti. Und wenn du sagst, Mama, ich habe dir Blumen gemacht, dann freut sie sich bestimmt mehr, als wenn du sagst, Mama, ich habe die Blumen gekauft. So, ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem Tutorial. Also ich schon. Entschuldigt bitte die Kamera, das ist jetzt das erste Mal, dass ich mit einer anderen Kamera filme, weil ich habe die andere zu Hause vergessen. Das heißt, zu Hause in einer anderen Wohnung vergessen. Und ja, passiert manchmal. Und ich habe halt gar keine Erfahrung, wie man mit einer Spiegelreflex filmt. Aber ich hoffe, das ging trotzdem. Und ich glaube, der Ton ist ein bisschen doof. Aber da finden wir sicherlich auch noch bald eine Lösung. Es ist jedes Jahr dieselbe Frage. Habt ihr noch andere Ideen zum Muttertag? Dann lasst es mich wissen. Vielleicht mache ich aus euren Ideen dann auch nochmal ein Tutorial. Weil viele sind auch immer knapp budgetiert. Ich weiß ja auch, dass viele Jugendliche zuschauen. Und viele Jugendliche haben halt auch nicht das nötige Taschengeld, um jetzt Mama riesen Blumenstrauß für 25 Euro oder so zu kaufen. So, also wie gesagt, habt ihr andere Tipps, dann lasst es mich wissen. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Bis bald. Tschüss.